Alter, mehr Geld im Money. Wir brauchen auch Impolix. Na dann, du bist am Zug. Ja, ich glaube mich. Oberchef, der Sound in der Bude, geil, wirklich geil. Mega, macht oder? Mich schon ein bisschen an. Geil, wirklich, richtig fett. Und Kreditkarte gecheckt, holst du ihn? Na, ich habe kurz mal geprüft hier bei Mobile, es könnte reichen. Aber da muss man sicher einiges dran machen. Für total Schaden. Kann man gleich einen Breitbau draus machen. Optimal. Richtig geil. Also wirklich cool, dass die Jungs hier rausholen. Hier ist Winter und die Jungs fahren mit uns trotzdem eine kleine Runde. Geil. Weiter geht's? Ja. Sound, wirklich Leute, wenn ihr das sehen könntet oder hören könntet, es ist mega wirklich und die fahren die Autos, ja, und der Hochdrehzahlmotor, das ist einfach richtig geil. Ich muss mir überlegen, so ein Ding zu kaufen, richtig geil. It's so perfect, bro. I'm so happy, I'm so happy. Like we have here many cops. Cops? Yeah, many police. Ah yes, many, yeah. Many police. Okay. It's your town. Jetzt hier im 280Z Datsun und fahren jetzt quasi in die Berge zu einem großen Parkplatz und werden dann dort ein paar Videoaufnahmen machen. Let's go! Let's go! Enjoy the life! Also wir sind hier auf einem Berg mit einem wunderschönen, ich nenne es mal Tempel. Nee, es ist ein Tempel, würde ich sagen, oder? Es ist ein Tempel, ja. Es ist ein Tempel. Samurai-Tempel. Machst du ruhig ein bisschen heiß? Es wird doch immer heißer gekocht. Aber Kazuki hat uns verraten, Samurai-Schwerter sind illegal in Japan. Die sind verboten und gelten als Waffen. Aber ist ja in Deutschland genauso. Oder, Bärchen? Du kennst dich mit dem Scheiß aus. So bestätigen. Geht gerade so über die Handfläche, ne? Ja. Deswegen. Okay. So. Ach, hier steht's dran. Welcome to Bichu-Gi. Wie nochmal? Bichu-Gi. 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 Ah, ja. Das ist es. Klingt die Chiwabchichi. Genau. Mhm. Wir sind jetzt hier mit der ganzen Crew quasi zusammen und das ist halt schon ziemlich geil. Jetzt putzen alle ihre Autos. Wir haben den Frolix, wird jetzt für alle so einen kleinen Carport machen hier. Die werden sich alle mega freuen darüber. Und jetzt putzen die ein bisschen ihre Autos und wir werden uns gleich mal die Autos noch mal im Detail angucken. Wir werden noch mal rumgehen mit Mario. Ja, aber ich muss sagen, hier steht überwiegend sehr viel Deutsches. Ich sage, oder europäisches, sagen wir so. Also es gibt hier aktuell nur einen Rechtslenker, obwohl das normalerweise nur Rechtslenker in Japan sind. Der Rest ist alles links. Aber das ist wie wir mögen quasi die japanischen Autos und die mögen halt europäische Autos. Ah, verrückt. Aber wollen wir mal anfangen mit dem E30 Cabrio. Na los, starten wir mal. Ich fange mal an mit den Felgen, das ist ja mal das Impulsantste. Das sind umgebaute Styling-Nummer, kenne ich nicht. Weiß ich jetzt nicht, auf Anhieb könnte 16 sein oder sonst was, BMW Styling 60, keine Ahnung. Auf jeden Fall auf dreiteilig umgebaut, das ist schon krass und... also quasi originales BMW-Rad, umgebaut auf dreiteilig, ne? Ja. Und man sieht das hier extrem, ja, das Fitment. Also ich musste eigentlich, glaube ich, besser von unten reinfilmen, Frolix, um zu sehen... Immer von unten rein. Um zu sehen, dass da gar kein Platz mehr ist. Ja, sieht brutal aus, oder? Ja. Ja. Wirkt auf den ersten Blick sehr klassisch, ne? Aber trotzdem... schön detailliert, schon ordentlich abgelegt der ganze Wagen, macht schon viel aus, finde ich. Lack ist, ich sag mal so, das ist jetzt hier japanischer Stil, das sieht man ganz klar. Ja, da hat er wohl schon so 2 Hurricanes mitgemacht hier, ne? Ja, wollte gerade sagen, da sind ja einige Erdbeben drüber gelaufen. Der hat Akku, ja, Steuerung, wie ich sehe, aber Automatik, guck mal, wie geil die Borsten. Ja, das Lenkrad ist auch ein 28er, ja? Ey, richtig geil, ne? Mit meiner Hand dagegen. Aber Ferrari im Leben drin. Wie geil die Borsten. Ich glaube, der hat auch einen fetten, Ausbau. Die haben ja dicke Hardtacks verbaut, ja. Und Akku, ja. V4-Block mit achsweiser Steuerung, wenn ich das sehe. Schön. Nächstes Fahrzeug, Jungs. 964 Porsche. Grüße gehen raus an Jan Otto. Ja. Das ist aber Kazukis Auto, ne? Es ist eins von seinen Autos, genau. Die Karre ist clean, hat Luft, umgebaute Speedline-Räder, wie man das sieht. Also mit customized Betten. Da wäre die Frage an mich, an dich, Mario, was ist mit dem Zentralverschluss hier? Das ist kein Zentralverschluss. Das ist nur die Optik aufgesetzt, ne? Genau, der wurde umgebaut mit so einem Ring, das kannst du ja alles kaufen. Meine Meinung dazu ist, das ist schon sehr stimmig, aber ich finde es nie 100% passend. Mhm. Aber das Gesamtbild ist halt auch irgendwie geil. Also... Ja, mit Luft liegt natürlich geil unten, ne? Liegt schon gut aus. Das stimmt schon, muss man sagen. Also 964 mit Luft und Rädern ist ja jetzt, sag ich mal, normal, ne? Das ist ja jetzt nichts Besonderes mehr, aber halt immer... Es geht halt einfach immer, ne? Es ist wie war es immer, so ein R32 früher, ne? Ja. Mit geilen Rädern und Fahrwerk ging halt immer. Okay. Hier haben wir schon was gesagt mit dem Bär erst letztens gehabt, zu den Lamborghini-Rädern. Das ist genau. Klassisch ohne Verbreiterung, aber originale Lamborghini Murcielago-Räder. Murcielago-Räder, ja, umgebaut mit Custom-Betten. Mit Custom-Betten, genau, und vor allem die Sterne, also das ist wirklich, also ihr wisst ja, wie breit ein Lamborghini Murcielago hinten auf der Hinterachse ist, ne? Kann man ja ungefähr hier oben mal sehen. Hier ist hier hinten die Eintopfung vom Stern. Das ist schon... Ja, ist schon extrem. Bundhöhe, ja, ist schon ordentlich. Die Bundhöhe ist schon heftig. Bauen die so oben und trotzdem fitmentmäßig passt es perfekt. Die stehen hier genau auf den gleichen Scheiß wie mir. Ansonsten sehe ich hier auf den ersten Blick Akku R, ist klar, Akku R Steuerung. Ja, sieht wirklich gut aus, ja. Also geschüsseltes Lenkrad ist die halbe Miete, ne? Ja, mag ich bei dem Wagen. Sitze sind eigentlich auch ziemlich geil. Ich habe noch kurz eine Frage. Murcielago-Felgen bestimmt auch relativ selten und teuer, oder? Nehme ich an? Selten, ja. Teuer ist in Japan immer so eine Sache, weil da gibt es wahrscheinlich wirklich Schnäppchen, die man schlagen kann. Die haben quasi nur die Sterne genommen von den Felgen und haben quasi Custom-Betten dazu gebaut. Ah, verstehe, ja. Das mit dem Lochkreis hat wohl gepasst, oder was? Das sind ja vorher dreiteilige Räder schon gewesen, ne? Jetzt muss ich selber mal hier reingucken. Das sind Adapter, oder? Guck mal. Das sind schwarze Adapter, ja, du hast recht. Also ist ein Adapter drauf, ein Lochkreisadapter. Genau, ein Lochkreisadapter mit Stehbolzen. Haben die 512? Nee. Warte mal, ich guck mal. Haben 520 so rum. Hat der? Ja. Echt? Das ist ja BMW-Lochkreis. Mhm. Naja, von 520 auf 514,3. Mhm. Ja. Ein bisschen Adapter ran, geschweißt und dann ging's los. Geile Idee. Oh, das ist natürlich was. Aber hier sieht edel aus, ne? Das Mad-Lane-Logo von ihm, von Kazuki. Also er hat quasi bei seinen ganzen Freunden den Luftausbau gemacht, wie es auf jeden Fall aussieht. Aber sehr schön gemacht. Fall, ja. Super. Und ist schon der neue Endo-CVT-Tank. Ja, das ist schon der neue Tank. Deswegen keine Kompressoren. Also im Tank. Endo-CVT-Tank, good working? Yes, still deep. Is it good? Good. Very silent. Very smart. Yeah. Yeah. Easy setup. Easy setup, yeah? Yes. And it's quiet, right? Yeah. Yeah. Okay, haben wir es so geklaut. What's your name? Yudai. 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 Er kann auch gut Englisch, ne? Das ist Yudai, ja. Ja, können wir gleich noch mal Sachen fragen. Also das ist ein 240 ZX. Dazu ein 240 Z. Und er hat den Motor gewechselt auf 280. 280 Z, genau. Aber jetzt mal kurz die Frage an dich, Frolix. Jetzt erklär mal, was ist der Unterschied zwischen 240, 280 Motor? Also was ist hier nur der Hubraum oder was soll das sein? Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, das weißt du. Nee. Ich bin vor uns mitgefahren und er hat mir halt erzählt, dass der Engine Swap sehr einfach ist. Ist logisch, ne? Weil es ja grundlegend derselbe Motor ist. Aber er hat wahrscheinlich mehr Leistung, nehme ich an. Ne? 240, 280. Ich nehme mal an 2,4 Liter, 2,8 Liter. 240 ist 2.4. Is it right? Ja. Yes, yeah. Yeah. Also wie ich es angenommen habe. And how much horsepower? 200 horsepower. 200. Yeah, okay. And the 240? 240 maybe 180. 180, okay. Also 180 PS hat er 240. Also hat er den Motor getauscht für 20 PS. Quasi. Und 0,4 Liter Hubraum. Geil. Ja, der Sound ist natürlich geil. Wollen wir noch mal kurz mal reinhören? Ja. Can you start the engine? Normal is high response. Ja. Yeah. Ist auf jeden Fall geil, ja. Leute, was hast du gesehen? Sitze von D&W aus dem aktuellen Katalog. Wer kennt noch die alten D&W-Kataloge aus Manta-Manta-Zeiten? Oh, Entschuldigung. Also originaler E36 M3. In Deutschland sogar schwer zu bekommen. Mittlerweile. In einem guten Zustand, sagen wir es mal so. Ist jetzt die Frage, ist es der kleine oder der große? Es gab ja den als 3 Liter und als 3,2 mit 321, soweit ich weiß. Nee, die weißt du sehr gut. Kazuki. Aber ich weiß, deine E36-Zeit ist ja auch nicht so lange her. Ist es 3.0 oder 3.2? 3.2? 0? 0. Okay. Also der kleine M3? Ja, also der alte, ja. Also wenn man das Auto so sieht, ne, low sowieso, aber Frontscheibe schwarz, Seitenscheibe schwarz, schön getönt. Seitenscheibe, alles schwarz. Brutal, wirklich. Was mir dem Wagen gefällt, ist übelst clean, völlig dezent, geht mir sehr gut rein. What's your name? Masayuki. Again. Masayuki. Masayuki. Yes. Masayuki. Ja, ist ja klar. Oh, hier auch wieder komplett anders. Wirklich alles sehr edel immer aus, ne? Ey, guck mal hier, in den M3-Farben. Vor allen Dingen sehr kreativ, ja. In den M3-Farben. Richtig geil gemacht, wirklich. Gehen wir gleich zum nächsten BMW. Also, E30 Coupé. My name is Jutta. Jutta. Hi. Jutta. Ah. On the front and the side cut is M-Technik. Yeah. Yeah. Rear Bumper is BBS. Sind mittlerweile auch bei uns sehr selten und mittlerweile im Preis gestiegen, ja. Was heißt denn M-Technik 1 Folie? Es gibt zwei verschiedene Versionen von diesen Stoßstangen-Kits. Da gab es einmal M-Technik 1 und M-Technik 2. Also unter einem Paket verstanden aber, oder? Genau, richtig. Ansonsten haben wir hier BBS Le Mans. Originale Le Mans verbaut, richtig geil, passt perfekt zum Auto. Also in the back? Air System? Air System? Ja. Yes. Yeah. Auch wieder sehr geil gemacht. Sehr fein, ja. Also ist schon CVT, aber die noch mit den Kompressoren draußen. War die erste Stufe, oder? Ja, ist schon geil, dass wirklich Kazuki die ganzen Kisten umgebaut hat, ne? Ja. Überall seine Handschrift drin. Finde ich cool, ja, auf jeden Fall. Da sind auf jeden Fall Landlips, 19 Inch, oder? Yes. 19 und 17 Zoll Sterne. Was soll ich dazu sagen? Das ist auch so ein klassisches Rad, was man früher ja immer gebaut hat und verbaut hat und passt halt perfekt eigentlich zu dem Wagen, weil Leistung hat er keine. What is the struts? The air strut? Airlift? Quasi, yeah, suspension. Ah, the custom made. Yes, okay. Custom made. Okay, also er hat einen Kumpel, der baut die Dinger, haben wir auch für den Diablo gesehen. Hinter dir ist der Besitzer. Ah. My name is Kosuke. 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 You love your Porsche? Porsche. Nee. Yes. Ja. Okay, alles klar. Also die Kommunikation ist wirklich nicht so einfach, weil wir würden hier gerne mit dem Fahrer selber reden, aber das ist wirklich nie so leicht, deswegen müssen wir hier irgendwie ein bisschen alles selber versuchen zu erklären. Oh. Also, hier kommt noch ein Cover drüber, hat er gesagt, dass man das dann nur noch so sieht, quasi mit so einem kleinen Fenster. Mhm. Und das ist ja alles noch im Bau, aber sieht schon trotzdem wieder echt brutal clean aus mit den Lines. Also vor allem überall sieht es ja anders aus und trotzdem immer kreativ irgendwie. Also wirklich geil gemacht, ne? Das Geile ist... Guck mal die Lines hier an von der Mega. Das Geile ist, wie bei meinem Porsche, da fällt jedes Mal die Klappe, wenn man die aufmacht. Die Batterieklappe. Stimmt, ja. Richtig geil. Das war genau dein Metier hier. Ja, das ist... Ja, ihr wisst ja, dass wir mit Rick hier letztes Jahr ein SL 500 SL gebaut haben. Entschuldigung dafür, dass ich mich schon wieder versprochen habe. Der SL für Gruma, genau. Das ist auch ein SL, aber 320 mit brutalen, großen, fetten, breiten Rädern und zwar versenkt die Dinger. Sie haben 19 Zoll verbaut, wir haben 18 Zoll verbaut, weil das ein bisschen harmonischer mit Fitment aussieht. Ich weiß, aber irgendwie muss ich sagen, ich weiß nicht warum, macht mich diese Optik trotzdem an. Obwohl das ja, weil, ich kann auch sagen warum. Wegen den Flachbetten. Und weil die versenkt sind, die Dinger. Und ich finde Flachbetten eigentlich scheiße, aber es passt zu dem Auto echt brutal. Irgendwie passt das. What is your name, bro? Your name? Your name? Oh, Dyke. Dyke. Also wieder ein verrückter Kofferraumausbau mit Kupfer-Hardlines. Ziemlich geil. Zum Zuhälter. Passt zum Ludenbenz auf jeden Fall, ja. Richtig geil. Wirklich fett. Braucht man gar nichts zu sagen, ne? Nee. Also... Perfect work. Spricht für sich. Das ist die einzigste Frau hier in der Gruppe. Der Style von hier auch mega lässig irgendwie, ne? Die sind alle mega lässig, ja. What's your name? Ayumu. 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 So that's the only girl in the crew. And he drives the TT. With, jetzt können wir Deutsch sprechen. Die fährt den TT mit Luft. Und originalen Bentley 20 Zoll Rädern. Und den originalen Audi-Deckel, ja, einfach mal umgebaut. Wenn ich das sehe. Audi-Deckel in die, ja, die Mittenzentrierung in die Bentley-Deckel reingemacht, ne? Mhm. Okay, sehr geil. Und das Auto ist einfach mal wieder Luft, Felgen und alles clean. Also, aber wiederum. Es ist cool, weil es die NCV in der Kurve ja, trotzdem die Frau fährt. Mit in der Bahn, ne? Ja, also irgendwie geil. Oh, voilà. Also wieder mal, richtig geil. Also kann man ja schon nichts mehr dazu sagen eigentlich. Also die Kofferraumumbauten, die sind wirklich brutal hier. Ja, also muss ich sagen, in Japan kannst du bei Kazuki auf jeden Fall alles ausbauen lassen, was Luft hat, weil das macht der Typ wirklich genial. Ja, auf jeden Fall. Thanks. Und jetzt kommen wir natürlich nicht zu den Highlights, aber von eins von den brutalsten Autos hier für mich auf dieser Reise. Das ist dieser 360 Moderner. Auf jeden Fall krass, ja. Geht's mit der Müdigkeit oder was? So richtig Bock hat er eigentlich nicht. Ja, gehen wir jetzt in die Verhandlung, denke ich, oder? Ja. Wir gehen jetzt mal in die Gebrauchtwagenverhandlung, mal gucken, was die Jungs hier, wo wir am Preis drücken können. Ich bin ja einige Stellen mir ausgesucht. Da geht er was zu drücken. Angesetzt ist er mit... Hier ein paar Beulen gehen auf jeden Fall zu drücken. Angesetzt ist er mit 35.000 Yen. Ja, also ich sag mal so, da gehen wir... Wie ist dein Budget? Also, wir haben ja 15, der Käufer in Deutschland hat 15.000 Yen übrig und da werden wir mal gucken, was wir da rausholen können. Ja, für die Herrschaften, die jetzt mit Yen nicht so... 35.000 Yen sind ungefähr 500 Euro. Okay. Mehr ist es nicht. Why you don't cut the inside of this? No cut. No cut, but why? Original. It's difficult. Aha, okay. Aber die Löcher hat er trotzdem drin, ne? Ja, nee, aber Hauptsache genietet die Dinger, wa? Ja. Ist quasi hier dann die zweite Kante, alles klar, ja. Die Originalkante hat er quasi belassen. Also Tire Stretch. Tire Stretch ist ja super geil. Können wir immer machen. Egal was wir hier draufstecken, es passt, wir dürfen. Schön den Oberschenkel erwischt. Aber die Leisten hier, die finde ich obergeil, dieses Hustlergold. Das ist so ein. Wie soll ich das sagen, Mann? Das ist so ein. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Aber ist nett, dass wir keine lackierten Schoßstangen haben, du Birne. Und alles in Wagenfarbe bei uns auch ist. Die haben wir ja, aber matt. Ja, aber wir haben trotzdem Wagenfarbe, du Köter. Nee, aber matt, aber ich bin halt alles in derselben Farbe, ist auch nicht schlecht. Ja, haben wir ja auch alles in derselben Farbe. Mir ist alles im gleichen Klarlack. Ja, mein Akku ist leider. So.